So, und jetzt sind wir live geschaltet, es wird aufgenommen. Ich sage herzlich willkommen, guten Morgen zum zweiten Festivaltag vom University Future Festival. Ich freue mich sehr auf diese nächste Session, die ich auch direkt an die inhaltliche Moderation abgebe, und zwar an Ivo van den Berg zur Session. Was ist fertig, wenn es fertig ist? Projekte der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Nutzen Sie gerne den Chat auf der rechten Seite für Fragen, Anmerkungen, Diskussionen. Und ansonsten wünsche ich ganz viel Spaß in der nächsten Stunde. Ja, wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Auch von mir ein herzliches Willkommen zu dieser Veranstaltung. Was ist fertig, wenn es fertig ist? Und diese Frage möchte ich meinem Podium hier stellen, den Gästen. Und die stelle ich einmal ganz kurz vor. Das sind Personen, die erfolgreich waren in der Antragstellung und jetzt die Projektleitung haben in der Förderausschreibung Hochschullehre durch Digitalisierung stärken, die ja von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre im November 2020 gestartet wurde und dann im Auswahlprozess angelaufen ist im August, September 2021. Sie sehen hier neben mir Herrn Professor Dr. Mike Altieri. Er ist Vizepräsident für Lehre, Didaktik und Digitalisierung der Ostbayerischen Hochschule Amberg-Weiden und vertritt hier das Projekt Ideal. Herr Julian Jungel ist Konzepter, Entwickler für interaktive Medien sowie Lehrender im Studiengang Spiel und Objekt, künstlerische Werkstattlehre und Labor für Digitalität von der Hochschule für Schauspiel LFD mit dem Projekt LFD. Und Herr Tobias Thelen arbeitet im Bereich Medieninformatik und E-Learning und man müsste wohl ergänzen KI an der Universität Osnabrück im Projekt DLL. Herr Dr. Ingdan Schneider arbeitet im Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen an der Universität Leipzig im Projekt D, das ist ein Verbundprojekt D2C2. Ja, mein Name ist schon gesagt worden, ist Ivo van den Berg. Ich bin Teamleitung Wissenstransfer in der Stiftung Innovation in der Hochschullehre und genau auch dafür zuständig. Also für den Wissenstransfer eigentlich das, was wir hier machen. Innovations- und Wissenstransfer ist, glaube ich, ein etwas Wichtiges und wir brauchten das, glaube ich, sehr, sehr, sehr in der Community. Was ist aber jetzt genau Innovation oder was meinen wir damit, wenn wir danach fragen? Und das möchte ich vielleicht so an den Anfang stellen, dass wir sagen, in der Literatur findet man eigentlich vier zentrale Merkmale für das, was wir in diesen Projekten gefördert haben wollen. Nämlich, es ist neu. Also etwas, eine Umsetzung ist neu oder neuartig. Und wir haben das ergänzt und gesagt, in dem jeweiligen Kontext. Das zweite Merkmal von Innovation ist etwas wie besser, nützlich. Und das dritte ist so etwas wie Veränderungsstärke, dass man sich sagt, es gibt radikale Veränderungen, aber es gibt auch ganz, ganz kleine Veränderungen. Das ist auch ein Merkmal von Innovation. Und schließlich, Innovationen sind keine Ideen, sondern Innovationen sind eigentlich erprobt, umgesetzt, implementiert. Es funktioniert wirklich in der Praxis irgendwann. Das ist so ein bisschen der Rahmen, vor dem wir hier diskutieren. Und darum ist natürlich auch ganz spannend, weil wir jetzt am Anfang eines Prozesses sind und wir haben diese vier Projekte angeschrieben, die sich mit innovativen Lernräumen im weitesten Sinne, mit hybriden Lehr-, Lern- und Prüfungsszenarien beschäftigen, um zu fragen, was soll fertig sein? Also wir sind jetzt noch sozusagen im Ideenstadium und erhoffen uns dann tatsächlich Innovation in der Hochschullehre zu sehen. Und diese Frage möchte ich stellen: Was ist fertig, wenn es fertig ist? Wer ist dabei? Wir haben versucht, das ein bisschen breiter zu machen. Und darum ist die Auswahl der Gäste hier ist nicht ganz willkürlich, sondern die setzt sich zusammen aus möglichst diverse Kontexte, nämlich Einzel- und Verbundantrag und zwei Universitäten, eine technische Hochschule und eine Hochschule für Schauspielkunst. Das ist der Tatsache geschuldet, dass wir gerne so ein breites Bild einmal bekommen, was in unterschiedlichen Kontexten eigentlich gerade passiert. Genau, also das Ziel wäre ein schönes Potpourri von innovativen Konzepten und Produkten und die Frage, was ist fertig, wenn es fertig ist. Ich muss mich entschuldigen, dass wir, da wir die Projekte einzeln angefragt haben, haben wir das Geschlechterverhältnis komplett missachtet und da müssen wir in Zukunft auf jeden Fall stärker darauf achten und das tut uns ganz furchtbar leid. Das kann aber den einzelnen Herren hier in der Runde die sind da keineswegs verantwortlich dafür, sondern das liegt ganz eindeutig bei uns, bei der Stil und bei mir, dass ich darauf nicht geachtet habe. Darauf möchte ich mich nochmal entschuldigen. Gut, was haben wir vor? Wir haben mehrere Runden geplant, eine Kurzvorstellung der jeweiligen Person, verbunden mit der Frage, was ist fertig, wenn es fertig ist?
Und dann eigentlich die nächste Runde wäre die Akzeptanz und die dritte Runde, wie wird die Zukunft tatsächlich aussehen? Also wie wird sich das entwickeln und so weiter? Und schließlich schließen wir mit einem kleinen Fazit. Wie schon gesagt, haben Sie die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen, die wir hoffentlich aufnehmen oder auch beantworten können. Sehr gut, starten wir das Plenum und vielleicht darf ich Herrn Altieri bitten, sich nochmal vorzustellen mit Ihrem Projekt Ideal. Was ist denn fertig in Ihrem Projekt, wenn es fertig ist? Was können wir 2024 sehen, anfassen? Ja, herzlichen Dank erstmal, Herr van den Berg, für die Anmoderation und natürlich auch herzlichen Dank für die Einladung, heute hier sprechen zu dürfen. Vielleicht ganz kurz noch in Ergänzung zu meiner Person. Ursprünglich habe ich Mathematik studiert, dann in der Mathe-Didaktik promoviert. Meine erste Professur war eine für angewandte Mathematik und Didaktik der Naturwissenschaften. Und dort hat mich die digitale Lehre so sehr fasziniert, dass ich nochmal etwas geschwenkt bin und seit 2 Jahren an der OTH Amberg-Weiden eine Professur für Mediendidaktik bekleide und hier unter anderem den Masterstudiengang Educational Technology mit aufbaue, der auch in dem Projekt eine gewisse Rolle spielt, nämlich bei der Weiterentwicklung vor allen Dingen der digitalen und Verstetigung der digitalen Komponenten. Was ist die Grundidee des Projekts Ideal? Ideal steht für Innovationsnetzwerk für digitale adaptive Lehre. Und die Idee ist, die inzwischen so weit entwickelten digitalen Tools doch mal neu zu verbinden und zu nutzen, um bekannte Probleme anders anzugehen. Und ich nenne nur mal 3 Probleme, von denen wir auch betroffen sind an unserer Hochschule. Zum einen Phänomene kann man es auch nennen. Es ist eine zunehmende Heterogenität unserer Studierenden. Die Schulübergangsquote, das ist bekannt, ist in den letzten 10 Jahren nochmal um über 10% gestiegen. Entsprechend heterogener sind auch die Studierenden, die uns erreichen. Teilweise auch über andere Bildungs- oder sehr unterschiedliche Bildungsbiografien erreichen, in denen der Abstand zur Schule schon teilweise etwas groß ist. Wir haben mit knapp 20% internationalen Studierenden bei uns auch einen hohen Anteil an internationalen Studierenden, die auch entsprechende Bedarfe haben. Also hier liegt vor allen Dingen im fachsprachlichen Bereich eine gewisse Hürde. Das heißt, die internationalen Studierenden können oft gut dem Fachlichen folgen, aber müssen sich sehr stark auf das Fachsprachliche konzentrieren. Und hier wird eben auch dann viel, viel Energie abgezogen für das fachsprachliche Verstehen. Und der Dropout in den MINT-Fächern ist nach wie vor hoch. Und an unserer Hochschule ist es etwa so, dass 40% aller Studienfachwechsler oder auch Abbrecher Leistungsprobleme angeben und Leistungsprobleme vor allen Dingen im Grundlagenbereich der mathematisch-ingenieurwissenschaftlichen Fächer. Und deswegen haben wir uns in dem Projekt zur Aufgabe gemacht, einerseits Lernmodule im grundlagenmathematischen Bereich zu entwickeln, wie gesagt, basierend auf modernen digitalen Möglichkeiten. Ich nenne ein paar Stichworte, randomisiertes und beliebig häufiges Üben durch entsprechend digitale Aufgaben, dynamische Visualisierung, Darstellungsvernetzung, Simulationen, interaktive Videos, mehrsprachige Inhalte, adaptive Lernprozesssteuerung, Gamifizierung, Learning Analytics, E-Portfolios. All das ist jetzt möglich und hat nochmal einen Schub bekommen durch die Pandemie. Und wir glauben, dass wir das ganz gut zusammenbauen können, um hier wirklich etwas Neues zu schaffen und gerade den Studierenden zu helfen, anschlussfähig zu sein. Gekoppelt ist das Ganze an innovative Lernräume. Ich kann ganz schnell einen einblenden. Wir haben uns bemüht oder mit auch in dieses Projekt integriert,
ein digitales Klassenzimmer, wo es keinen vorne mehr gibt. Frontalunterricht ist aufgelöst. Es findet kollaboratives Arbeiten statt oder kann schnell stattfinden. Wir müssen keine Stühle mehr rücken und das Ganze eben digital gestützt an diesen Lerninseln. Hier sehen wir zwei Monitore an der Wand, auf die Studis durch Bring Your Own Device Technologie ihre eigenen Lösungen präsentieren können, nebeneinander stellen können, vergleichen können und der Dozent oder die Dozierende kann das auf den Hauptbildschirm transportieren. Also das heißt, wir haben einmal Lernbausteine, die wir entwickeln und die betten wir ein in innovative Lernräume und im dritten Schritt wollen wir auch unsere Lehrenden befähigen, all das zu nutzen und einzubauen in die eigenen Veranstaltungen. Das heißt, ein dritter Teil des Projekts bezieht sich auf die Fortbildung unserer eigenen Lehrenden. Letzter Satz. Was ist fertig, wenn es fertig ist? Ziel ist, dass wir erstmal im Bereich der Mathematik, aber später auch in anderen Bereichen ein sogenanntes Mathematik-Null-Modul schaffen, das als Wahlmodul in erste Studiengänge integriert wird und auch kreditiert wird und Studierenden, die erst etwas später merken, dass sie hier dass ihnen der Anschluss fehlt an die Hochschulmathematik, dass sie hier in dieses Wahlmodul einsteigen können und sich damit auch nochmal auf die Hochschulmathematik vorbereiten können, und zwar während des Studiums und eben nicht in Form eines Zusatzangebots, sondern in Form eines echten Wahlmoduls. Soweit erstmal zu mir und dem Projekt Ideal. Wunderbar, vielen, vielen Dank. Die gleiche Frage möchte ich natürlich gerne weiterleiten an Herrn Jungel. Wie sieht es bei Ihnen aus? Was ist fertig? Ja, guten Morgen und auch von meiner Seite aus erstmal herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, das Labor für Digitalität hier in dieser Runde vorstellen zu dürfen. Ich würde auch ganz kurz etwas zu meiner Person sagen und dann zu dem Projekt. Ich selbst habe ursprünglich Informatik studiert, immer mit dem Interesse an der Medienkunst und habe nach dem Informatikstudium selbstständig mit 3D-Animation meine Brötchen verdient und hatte immer so das Gefühl, dass ich mehr der Handwerker bin und dass mir die Inhalte und die inhaltliche Entwicklung der Produkte, die ich gestalte, fehlen. Deshalb habe ich nochmal studiert, und zwar Medienkonzeption für interaktive Medien und Game Design. Das war damals an der Filmakademie in Baden-Württemberg. Und daraufhin bin ich immer von der Informatik eigentlich mehr in die Kunst gekommen und auch zur performativen Kunst. Ich habe damals viele Workshops gegeben für Kinder und Jugendliche, in denen es immer darum ging, Technologie und Kunst unter einen Hut zu bringen. Das heißt, ich nenne ein kurzes Beispiel. Wir haben Elektroschrott auseinandergebaut, explorativ geschaut, wie funktionieren eigentlich die Sachen? Wie funktioniert die Welt, in der wir uns befinden? Und haben das dann mit Mikrocontrollern, einige kennen wahrscheinlich die Arduinos, schon Kindern und Jugendlichen beigebracht, wie ja, wir diese Welt um uns herum verändern können und selbst gestalten können. Und das hat mich dann vor einiger Zeit hier an die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin gebracht. Ursprünglich war ich hier in der Abteilung für zeitgenössische Puppenspielkunst. Und da fragen sich natürlich schon viele, was bringt ein Informatiker dazu, in der Puppenspielkunst zu arbeiten? Das Spannende daran ist, dass wir nicht nur mit Puppen, sondern auch mit Objekten arbeiten. Also sobald ein Kühlschrank auf der Bühne sich bewegt und wie ein smarter Kühlschrank zu einem spricht, in dem vielleicht die Tür auf und zu geht, das Ganze natürlich theatral in Szene gesetzt, da ist schon die Verbindung zur Technologie sehr nah. Und wenn man an Smart Speaker denkt, an Smart Home Assistants, dann hat man zu Hause schon sehr technologische Produkte, die eigentlich Objekte sind, die der Puppenspielkunst und dem Objekttheater sehr nahe sind.
Und dieses Wissen, das wir in der Puppenspielkunst und vor allem in dem Studiengang Spiel und Objekt etablieren und an unsere Studierenden weitergeben, das soll auch in der ganzen Hochschule Anklang finden. Und dafür wurde das Labor für Digitalität gestartet und dank Ihnen auch gefördert. Und da geht es darum, einen offenen und vor allem sicheren offenen Raum für digitale Bühnen, digitale Körper und digitale Objekte zu finden. Digitale Bühnen können dabei virtuelle Bühnen sein. Massive Multiplayer Online Games ist da ein Stichwort, die wir auch selber programmieren, auf eigene Server setzen, sodass wir gesellschaftliche Verhandlungen, die eigentlich in der Theaterbühne, auf der Theaterbühne stattfinden, auch online machen können. Dazu ist das Labor für Digitalität in drei Grundmodule gegliedert, die über die 3 Jahre Laufzeit etabliert werden sollen. Und in einem ersten Schritt geht es da speziell um einen ganz einfachen Umgang mit Medientechnik an sich. Denn auch heute kommen noch Studierende und KollegInnen auf mich zu und wissen noch nicht genau, wie sie eine Kamera mit dem Beamer verbinden, dass das mit einem HDMI-Kabel einfach möglich ist. Das heißt, es geht ja um ein ganz basic Setup, um mit dem Umgang mit Medientechnik, mit Beamern, mit Kameras, mit Greenscreen etc. Dafür finden jetzt im ersten Jahr erstmal einige Workshops statt, die offen sind für alle Studierende, was gleichzeitig zu einem zeitlichen Problem wird, denn ja, wie bei Ihnen allen sind die Studien oder die Stundenpläne der Studiengänge ziemlich voll. Das heißt, Workshops können in meinem Fall eigentlich nur am Wochenende stattfinden, auf freiwilliger Basis für Studierende. Aus diesem Wissen heraus sollen neue Formate entwickelt werden. Und das ist da der zweite Punkt des Labors für Digitalität. Neue Formate bedeutet, dass wir uns überlegen, wie können wir in Online-Welten, wie können wir da überhaupt spielen? Wie können wir über Zoom performen gemeinsam? Oder wie können wir über Augmented Reality an einem Ort mit anderen gemeinsam performen? Der dritte Punkt sind dann, da geht es darum, neue Erfahrungsräume in diesen virtuellen Bühnen zu schaffen. Das heißt, nachdem die ersten zwei technischen Komponenten abgeschlossen sind, dieses Wissen transferiert wurde, geht es auch darum, wirklich die gesellschaftliche Verhandlung, die bei uns eigentlich auf der Bühne stattfindet, auch in die virtuellen Räume zu übertragen. Und das Wichtige bei all diesen Schritten ist bei mir dabei, dass die gern genannte Failure Culture gern angesehen wird. Es soll wirklich ein Labor sein, in dem experimentiert werden kann, in dem Fehler gemacht werden können und sollen und in dem die Technik einfach niederschwellig benutzt werden kann. Wunderbar, da kommen wir noch drauf zurück auf die Failure Culture. Das ist ein ganz wunderbares Stichwort. Herr Thelen, sieht das bei Ihnen ganz anders aus? Woran arbeiten Sie zurzeit? Ja, ganz anders sieht es gar nicht aus. Ich habe da schon eine ganze Reihe Anknüpfungspunkte sowohl zu Herrn Altieri als auch Herrn Junge gesehen. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Also ich habe zwei Rollen hier an der Universität Osnabrück. Zum einen bin ich in der Arbeitsgruppe Künstliche Intelligenz im Institut für Kognitionswissenschaft unterwegs, mache da Lehre und Forschung zu Educational Technologies. Und zum anderen aber auch in der Geschäftsführung des Zentrums für digitale Lehre, Campus Management und Hochschuldidaktik. Das ist eher die Rolle, wo dieses Projekt aufgehängt ist. Und der Name des Projektes ist UOS.DLL. DLL steht für digitales Lernen, Leben. Aber es hat eben auch diesen Anklang an eine technische Dynamic Link Library. Der ein oder andere kennt das vielleicht von Windows. Das sind so die Programmteile im Hintergrund, die man sich immer dazu laden kann. Und das wollen wir eben sein für unsere Hochschule. Wir wollen Angebote machen, die sozusagen überall integriert werden können und die Lehre und das Leben an der Universität tatsächlich nachhaltig verändern sollen. Und da haben wir so zwei Leitlinien oder zwei Schlagwörter, sage ich mal. Das erste ist Präsenz mit Mehrwert. Wir wollen tatsächlich die Universität sehr stark zu einem Ort der Begegnung, nach Corona muss man sagen, wieder machen.
indem wir uns tatsächlich sozusagen da auf das konzentrieren, wo die Präsenz ihre ganz besonderen Stärken hat und die Dinge, die in der Digitalität stärker und besser abgebildet werden können, da auch zu platzieren. Dafür werden Formate entwickelt, dazu werden sozusagen Experimente durchgeführt. Und der zweite Teil, der jetzt eher so diesen Produktcharakter hat, um den es heute hier geht, läuft unter dem Label Digitalität gestalten. Das passt schon ganz gut zum Labor für Digitalität und hat auch tatsächlich ähnliche Ideen. Unser Leitgedanke dahinter ist, dass wir als Universität letztendlich unsere Absolventinnen und Absolventen auf eine verantwortungsvolle Position in einer digitalisierten Gesellschaft auch vorbereiten sollen, wollen und müssen, ganz unabhängig davon, welchem Fach das eigentlich passiert. Und wir glauben, dass dafür eine ganz wesentliche Voraussetzung ist, dass unsere Studierenden, aber auch die Lehrenden und die Universität insgesamt, die Digitalität als etwas Selbstgestaltbares erlebt. Das heißt, wir wollen nicht sozusagen Anwenderinnen und Anwender hervorbringen, sondern wir wollen die Universität zu einem Ort machen, wo man auch eigene Gestaltungserfahrungen mit digitalen Technologien, digitalen Tools und was auch immer machen kann. Und dafür wird ein virtueller Ort entstehen. Der hat auch einen physikalischen Ort. Das ist das Digitallabor. Da werden typische Elemente aus Makerspaces zu finden sein. Da werden verschiedene Geräte zu finden sein, die vielleicht in der Schule eine Rolle spielen, wo sozusagen großes Experimentier- und Ausprobierfeld ist. Es wird auch ein Fahrzeug geben, das in irgendeiner Form auf dem Campus herumgefahren werden kann, um dieses Digitallabor zu den Leuten zu bringen. Und es wird natürlich auch eine Online-Präsenz davon geben. Und das Ganze hoffen wir eben als ein Zusatzangebot etablieren zu können, das an ganz vielfältigen Stellen, aber dazu kommen wir, glaube ich, gleich in der zweiten Frage, ganz vielfältigen Stellen in der Universität dann wirken kann. Vielen Dank. Wunderbar. Jetzt wahrscheinlich mit dem größten Projekt. Herr Schneider, was haben Sie alles vor? Was ist fertig, wenn es fertig ist? Ja, also vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich mit dabei sein kann. Und ich möchte natürlich gerne unser Projekt vorstellen. Vielleicht kurz zu mir, was ist da Wichtiges zu sagen? Also ich bin Koordinator für das Projekt D2C2 am HDS. Das ist eine Institution, die an der Universität Leipzig angesiedelt ist, wo Lehrende aus den sächsischen Hochschulen praktisch in Netzwerken können, wo sie sich austauschen können, wo sie aber auch im Besonderen durch ein Zertifizierungsprogramm zukunftsweisende Weiterbildungen im Bereich der Hochschuldidaktik absolvieren können. Und für das Projekt D2C2 ist es so, dass es ein Verbundprojekt ist, wo 11 sächsische Hochschulen beteiligt sind. Und diese 11 sächsischen Hochschulen, die haben, was die Digitalisierung betrifft, ähnliche Herausforderungen. Und damit ergeben sich im Grunde Synergieeffekte und die werden als Digital Turning Points in dem Projekt bearbeitet. Also die erste Herausforderung, die identifiziert wurde, ist beispielsweise die digitalen Kompetenzen der Studierenden in der grundständischen Lehre zu verbessern. Es geht aber auch darum, didaktisch fundierte, teildigitalisierte Werkstätten und Laborarbeit zu ermöglichen. Ein anderer Punkt ist, dass didaktische Bildungsplattformen, also das fällt dann unter den Open Educational Resource im Bereich Mathematik, etabliert werden können. Und der vierte Punkt, das vierte Ziel liegt darin, dass man sich eben jetzt auch stärker mit digitalen Prüfungsformaten auseinandersetzt und da ein gemeinsames Verständnis schafft. Und von daher ist das Projekt, und Sie hatten es ja am Anfang auch gesagt gehabt, Herr Vandenberg, es gibt halt praktisch graduelle Teile, die zu Innovationen führen oder auch radikale. Und das Projekt deckt eigentlich das Spektrum ab. Sowohl kleine einzelne Innovationen werden entstehen, aber auch radikale Aspekte, wie beispielsweise mit dem Prüfen werden berücksichtigt. Und wie wird das jetzt gemacht? Das ist ja die spannende Frage. Dazu werden 5 Professional Learning Communities an den 11 Hochschulen praktisch etabliert oder sie werden aufgebaut und entwickeln sich weiter. Und die gehören natürlich zu unterschiedlichen Fachbereichen. Also da gehört die Informatik dazu, da gehört die Psychologie dazu, da gehört die Ingenieurswissenschaften gehören dazu. Es gehören dazu Gesundheit und Soziales und aber auch die Gestaltung und der künstlerische Bereich.
Und in diesen Professional Learning Communities sollen eben, und das ist das Besondere daran, Studierende und Lehrende und HochschuldidaktikerInnen zusammenarbeiten und genau diese Ziele adressieren, die ich vorher genannt habe. Und das passiert im Grunde, also diese Institutionalisierung, die wird eben auch stark mit dem Konzept Students as Partners umgesetzt. Das ist uns auch sehr wichtig, dass eben die Studierenden eben von Beginn an sehr stark partizipieren können, dass die in die Gestaltung mit reingeholt werden und dass auf der Grundlage eben praktisch diese Themen in den Learning Communities bearbeitet werden und als wissenschaftliches Fundament auch gerade die Fachspezifik da zu berücksichtigen, wird der Ansatz des Scholarship of Teaching and Learnings genutzt. Das heißt, dass die Lehrenden eben zusammen mit den Studierenden und den HochschuldidaktikerInnen die eigene Lehre und diese Settings eben auch beforschen und die Ergebnisse, die dann daraus hervorgehen, sind jetzt natürlich für unser Projekt eben auch auf unterschiedlichen Ebenen. Also ich sehe das auf drei Ebenen. Die Zusammenarbeit der Hochschulen im sächsischen Raum, in diesem Verbund, die wird gestärkt. Da wird eben auch die Synergieeffekte werden genutzt. Der Austausch wird da auch nochmal verbessert auf dem, was eben aus den Jahren vorher schon entstanden ist. Auf der Ebene der Lehr- und Lernentwicklung geht es praktisch darum, dass gerade auch für die Lernplanung und für die Studiengangsentwicklung praktisch entsprechend die Lehrenden mit den Studierenden zusammenarbeiten und da eben praktisch die Lehrbedingungen oder den Lehr- und Lernprozess verbessern. Und gerade auch auf der individuellen Ebene bei den Studierenden, aber auch bei den Lehrenden, wird sich auch nochmal stark, denke ich, Bewusstsein auch verändern für Ansätze wie Students as Partners oder wie das Scholarship of Teaching and Learning. Und das wird über Publikationen dann operativ oder Handreichungen eben auch umgesetzt, aber auch durch Laborarbeit und die Technik, die damit verbunden ist. Genau. So viel erstmal von meiner ganz Seite. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Damit berühren Sie eigentlich schon das nächste Thema oder haben das ganz toll berührt, nämlich die Akzeptanz von diesen Produkten in der jeweiligen, bei den Studierenden, bei den Lehrenden, in der Hochschule selbst und so weiter. Jetzt habe ich, wir haben ja dieses schöne Bild am Anfang gesehen von diesem neuen Lernraum. Jetzt, wenn ich jetzt mal ganz kritisch fragen würde, ja, das sind viele, viele neue Stühle in einem großen Raum. Dahinter verbergen sich aber ja Formate. Also Sie haben es ja selber gesagt, Herr Altieri, dass Sie gesagt haben, wir gehen eigentlich weg von dieser zentralen, von dieser frontalen Unterrichtssituation. Aber da müssen Sie ja die Leute mitnehmen. Was tun Sie denn damit, dass die Studierenden und die Lehrenden, und die Frage gerne an alle, und was passiert mit den Studierenden und Lehrenden? Wie kriegt man die davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist, diese Formate zu verändern und dass diese Formate auch wieder, ja eigentlich, wie soll ich sagen, sich etablieren und dann auch gelebt werden? Also, dass man, ne? Also wie kriegt man die Stühle zum Leben? Wie kriegt man das hin, dass die Studierenden gerne mit dem Kühlschrank sprechen wollen? Das wären meine Fragen. Ja, also Sie hatten mich jetzt angesprochen, dann will ich auch direkt versuchen, darauf zu antworten. Also Herr Schneider hat da einen interessanten Punkt neben vielen anderen ins Spiel gebracht. Klang mal das Evidenzbasierte durch, also dass man sich auch jetzt tatsächlich damit auseinandersetzt, welche Ergebnisse gibt es denn inzwischen, muss man sagen, teilweise, zu solchen Lernsettings, zu solchen Lernräumen. Was sagt die Literatur dazu? Also wir hatten jetzt analoge Lehre. Die analoge Lehre hatte 40 und mehr Jahre Zeit, um sich zu entwickeln, um beforscht zu werden und um eben auch Aussagen zu Lernsettings zu generieren. Die digitale Lehre hatte noch nicht ganz so viel Zeit. Deswegen ist es natürlich wichtig, nicht nur aus dem Bauch heraus solche Lernräume zu schaffen, sondern das möglichst evidenzbasiert zu tun, sich auch an Best Practices, die entsprechend untersucht sind, zu orientieren. Das ist meines Erachtens erstmal eine Voraussetzung oder eine mögliche Gelingensbedingung, damit sowas auch funktioniert und akzeptiert wird. Und im nächsten Schritt geht es natürlich dann darum, das zu pilotieren und zu beobachten und aus der Erfahrung zu lernen und es gegebenenfalls zu modifizieren. Und
Dieser Prozess funktioniert in diesem Raum jetzt ziemlich gut, indem sich beobachten lässt, wie nutzen die Studierenden denn diese Räumlichkeit von sich selbst. Also wenn wir in den Raum hineinkommen, wie sitzen eigentlich die Studierenden da? Sitzen die da, wie es klassisch der Fall ist, Reihe für Reihe? Dieses Setting ist ja auch möglich, aber die Studierenden sitzen eigentlich von Anfang an in Gruppen dort. Die gruppieren sich sofort ohne Auftrag sozusagen. Und das, finde ich, sind interessante Überlegungen, die dann auch weiterentwickelt werden können und hier eben darauf hindeuten, dass kollaboratives Arbeiten auch etwas Natürliches ist. Denn es findet schon vor dem Unterrichtsbeginn eigentlich statt. Also zwei Dinge, Lernen durch Erfahrung, aber ausgehend von einer gewissen Evidenzbasierung. Das, finde ich, sind Gelingensbedingungen für solche neuartigen Vorhaben. Zumindest lokal neuartige Vorhaben. Ich würde da, Mikrofon schon offen. Ja, sehr gerne. Genau, ich würde ganz gerne da genau anschließen. Das Lernen aus Erfahrung ist bei uns nämlich genau der gleiche Punkt. Und bei uns geht es tatsächlich noch einen Schritt, fängt es davor an, erstmal wissen, dass es die Möglichkeiten gibt, dass es mittlerweile wirklich einfach ist, in einem virtuellen Raum mit dem entsprechenden Controller eine Bühne dreidimensional zu skizzieren und sich seine eigene Welt schaffen, dass es solche Möglichkeiten gibt. Das muss ich oder hier in meiner Rolle den Studierenden und der ganzen Hochschule erstmal zeigen. Und ja, darauf aufbauend dann natürlich, wie es Herr Altieri genannt hat, das Lernen aus der Erfahrung heraus, dass man dann es langsam versteht, welche Möglichkeiten es gibt, die dann miteinander verbinden weiß und daraus neue Räume schaffen kann. Vielen Dank. Herr Thelen, ist denn die Akzeptanz Ihrer Maßnahmen schon Teil des Projekts? Also, dass Sie sagen, da müssen wir uns drauf stürzen, dass das, oder ich verbinde das mal mit der nächsten Frage. Wie hoch schätzen Sie die Anzahl der Personen ein an Ihrer Hochschule, die gesagt haben, darauf das, was Sie machen in Ihrem Projekt, darauf haben wir schon lange gewartet. Toll, dass es jetzt endlich zur Verfügung steht. Das wissen wir nicht genau. Wir haben aber tatsächlich das Ziel, eine sehr große Anzahl von Menschen an unserer Hochschule tatsächlich zu erreichen. Also wir wollen über die Hälfte der Studierenden in irgendeiner Form am Ende einbezogen haben und auch wirklich einen sehr großen Teil der Lehrenden. Ich glaube, das Ganze, das ist ja bei den anderen Aussagen gerade schon angeklungen, ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Es gibt das Angebot nicht, weil die Nachfrage nicht da ist. Die Nachfrage ist nicht da, weil das Angebot nicht da ist. Wir wollen auf jeden Fall das Ei sein, aus dem was schlüpfen kann. Und würden da so eine zweistufige Strategie im Grunde verfahren. Das heißt, wir versuchen, möglichst viele Studierende, aber auch Lehrende in Informations- und Schulungsveranstaltungen überhaupt erstmal in Kontakt zu bringen, zum Beispiel mit, sagen wir mal jetzt, Virtual Reality oder kleinen Einplatinencomputern, mit denen man kleine Projekte machen kann, indem wir das in sowas wie dem Wahlpflichtmodul Medienbildung für die Lehramtsstudierenden verankern, als sozusagen eine Sitzung. Wir haben ganz gute Erfahrungen mit gamifizierten Formaten. Das ist jetzt im Wesentlichen virtuell. Das Komma-Training ist sozusagen eine spielerische Umgebung, die wir einmal anstoßen. Und dann merken die Leute aber, es hilft mir, es bringt mir was. Da kann ich was mehr raus machen. Und das soll dann die Keimzelle dafür sein, dass Lehrende sagen, ja wunderbar, das Digitallabor, da gibt's gute Möglichkeiten, das kann ich in meine Veranstaltung mit einzubauen, um eine Projektarbeit, um eine Seminararbeit da anzusiedeln. Studierende können sagen, okay, ich habe eine vage Idee für die Abschlussarbeit, da finde ich aber die Unterstützung, die ich brauche. Und so hoffen wir, dass sich das sozusagen von dieser Keimzelle aus dann entsprechend ausbreitet. Wunderbar. Herr Schneider, Sie haben ja eigentlich schon was dazu gesagt, aber ergänzen Sie gerne, wie ist das bei der Akzeptanz? Weil Sie haben ja die Studierenden, glaube ich, schon gleich mit an Bord, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, aber ich würde vielleicht auch, weil wir über die Herausforderungen sprechen, noch mal kurz darauf eingehen wollen, dass, weil es ja ein Verbundprojekt ist, besteht natürlich erstmal eine große Herausforderung in der Unterschiedlichkeit der Institutionen, die mit dran beteiligt sind. Also auch deren Verständnis für Digitalisierung, deren Stand für Digitalisierung sozusagen, also das betrifft auch die Arbeitsroutinen, die dann ja später für die Studierenden relevant sind. Also das ist eine große Herausforderung. Die geht es natürlich,
diese Unterschiedlichkeit entsprechend wertzuschätzen, aber auch abzuholen und die jeweiligen Menschen an den Hochschulen mitzunehmen. Und dann ist es aber auch, was jetzt die Studierenden betrifft, also da ist es natürlich wichtig in diesen Lehr- und Lernsettings, dass man erstmal das Bewusstsein dafür schafft, okay, dass eben Studierende mitpartizipieren an der Entwicklung von Lehr- und Lernveranstaltungen und dass man dann auch ganz bewusst diese Machtstrukturen eben auch abgibt und dass auf der anderen Seite bei den Studierenden aber auch die Verantwortung praktisch übernommen wird, etwas mitbewirken zu wollen, also und das eben ganz bewusst. Und ich denke, das ist auch eine schöne Sache dann in den operativen Strukturen des Projektes und auch in der Entwicklung der Professional Learning Communities, wo dann die Lehrenden mit den Studierenden zusammenarbeiten, dass genau diese Konstellationen, also ich gebe ganz bewusst Verantwortung ab und die Studierenden können partizipieren und übernehmen diese Verantwortung und dass dann eben auch praktisch die Möglichkeit entsteht, entlang dieses Diskurses von Partizipation von Studierenden sich weiterentwickeln zu können. Genau. Vielen Dank, Herr Altieri, Sie hatten noch eine Ergänzung. Ja, eine Frage habe ich in die Runde. Und zwar, wir haben jetzt über die Studierenden gesprochen, wir haben auch über die Lehrenden gesprochen. Mich würde aus der Runde interessieren, was erwarten Sie sich denn von der Hochschulleitung oder wie kann die Hochschulleitung dort ja nützlich tätig werden, um ihre Projekte auch zu unterstützen? Ich würde einfach mal anfangen. Wir haben seit kurzem eine neue Hochschulleitung, wurde eine neue Person reingewählt und ich freue mich sehr, dass ich dafür das Projekt eine sehr starke Rückendeckung auch bekomme. Wir sind eine sehr traditionelle Schauspiel- und Theaterhochschule mit über 100-jähriger Geschichte. Und da ist es nicht ganz selbstverständlich, dass diese neuen Medien so viel Akzeptanz finden. Die Corona-Pandemie hat uns da oder mir diesem Projekt schön zugespielt, kann man tatsächlich sagen, dass immer mehr Personen auch gemerkt haben, okay, Online-Formate sind sinnvoll, da kann man auch spannende Sachen machen, neue Entwicklungen machen. Und ja, das führt jetzt auch alles dazu, dass das Labor auch gemeinsam mit der Hochschulleitung eingeweiht wird und wir Anfang nächsten Jahres eine Konferenz, Workshop-Konferenz planen und die auch gemeinsam mit der Hochschulleitung stattfinden kann. Und ja, das ist sehr positiv, eine sehr gute Entwicklung hier. Möchten die anderen noch ergänzen? Ja. Soll ich vielleicht gleich mal weitermachen? Genau, also wir haben uns in dem Projekt auch frühzeitig darüber Gedanken gemacht, wie man das organisieren kann. Und dafür gibt es im Projekt einen Lenkungskreis, der sich dann eben turnusmäßig alle 4 Monate trifft. Also das sind dann praktisch die ProrektorInnen mit dabei und die Hochschulleitung. Und ja, was ich mir da wünschen würde, ist natürlich, dass man sich da proaktiv eben auch austauscht, dass sich eben die Hochschulleitung da auch entsprechend auch einbringt und dass eben auch die Akzeptanz praktisch über das, was in den Professional Learning Communities praktisch entwickelt wird, dass die eben auch entsprechend aufgenommen wird und dass auf der Grundlage dann eben auch über die kleinen graduellen Schritte, die Sie gesagt haben, dann tatsächlich auch eine Veränderung in der Hochschullandschaft bewirkt werden kann. Wunderbar. Vielen Dank. Kommen wir in die dritte Runde. Also so, was ist fertig, wenn es fertig ist? Und da möchte ich gerne eigentlich ein bisschen danach fragen. Man hat ja am Anfang ganz, ganz große Hoffnungen, wie sich das alles ändern wird. Und in 4 Jahren muss es dann soweit sein. Wie sieht das genau auf der Ebene der studentischen oder der Interaktion aus? Also wir hatten ja schon die Formate, aber wenn Sie nochmal ins Klein-Klein gehen, was genau passiert da? Was ist anders als jetzt? Was genau, also wenn Sie so, vielleicht können Sie auch eine Situation kontrastieren, dass wir sagen, so ist es jetzt und so könnte es sein. Also mit dem Wissen, dass wir nicht wissen, ob es so kommen wird, aber so wie diese Vision, was ist dann genau anders und was ist der Mehrwert dieses anderen? Also wenn wir danach fragen, es muss ja in irgendeiner Art besser, nützlicher sein, jedenfalls wenn man der Definition von Innovation folgt. Herr Thelen, wollen Sie mal anfangen?
Ich kann mal beginnen. Was ist anders in unserer Vision? Wir hoffen, dass die Universität nicht so sehr als der Ort wahrgenommen wird, wo man halt hingeht, weil eine Veranstaltung stattfindet, wo ich dann das Wissen bekomme, was ich irgendwie benötige, um die Prüfung zu bestehen, sondern dass die Universität der Ort ist, wo ich hingehe, um an meinen eigenen Zielen, Projekten zu arbeiten. Und dafür dort die notwendige Unterstützung findet, in sehr, sehr, sehr flexibler Form. Wir gehen davon aus, dass die, die Anzahl der verpflichtenden formalen Präsenzplenumstunden tatsächlich deutlich reduziert werden wird, auch für jeden einzelnen Studierenden, jeder einzelne Studierbare spürbar. Und dass dafür mehr Freiräume da sind und so etwas wie unser Digitallabor eben ein selbstverständlicher Ort wird, hinzugehen. Das werden wir mit diesem Projekt alleine nicht bewerkstelligen können, weil sozusagen wir nicht 15.000 Studierende mit unserem Labor da komplett verändern können. Aber wir glauben, dafür einen Impuls setzen zu können und allen zumindest mal an einigen Stellen Einblick gegeben zu haben, wie so etwas laufen kann und wie eine stärkere Verantwortung für Gestaltung von Digitalität, eine stärkere Verantwortung auch für eigene Bildungswege eigentlich aussehen kann. Und wir haben das auch in so einem kleinen Szenario mal aufgeschrieben. Das haben wir inzwischen auch veröffentlicht in unserem Blog. Also wer nach unserem Projekt sucht, kann das mal finden. Das haben wir schon mehrfach in solchen Projekten gemacht und haben dann nachher auch immer verglichen, was ist denn von diesen Visionen eigentlich eingetreten. Sie sind natürlich nie eingetreten. Das ist was, ein Nebenaspekt hat sich immer irgendwie durchgesetzt und der Hauptaspekt nicht. Aber trotzdem sind solche Visionen sehr, sehr wichtig als Leitlinie, als Leitidee. Und das ist hier sozusagen die Universität zu einem lebendigeren Ort zu machen, wo die Leute weniger von ihren Veranstaltungen getaktet hingehen, sondern um sich da auszutauschen. Vielen Dank. Jetzt müsste ich jetzt weiterfragen, wenn Sie so in Richtung Visionen gehen, weil es gibt ja so eine Grundstruktur von Hochschulen, die haben ja eigentlich zwei Aufgaben, die sich vielleicht widersprechen, aber sich vielleicht auch nicht widersprechen müssen, nämlich einmal den Nachweis zu erbringen, dass Student XY tatsächlich diese Kompetenz besitzt, ne? Also das, was man durch Prüfungen im Idealfall ablegen kann, und zum anderen eine wissenschaftliche Qualifikation oder vielleicht auch eine Gestaltungskompetenz des, wie Sie es gesagt haben, also die Gestaltung selbst in die Hand zu nehmen. Die Sachen liegen ja oder können jedenfalls, werden von Studierenden häufig im Constructive Alignment ja als weit auseinanderliegend angesehen. Und da wäre die Frage in die Runde, wer hat da Ideen zu, was inwiefern Sie das berücksichtigen auch in Ihrem Projekt oder darauf eingehen? Also ne, die Vision geht ja ganz klar in die Richtung wissenschaftliche Auseinandersetzung, wissenschaftliche Kompetenz und nicht in Richtung Nachweis, Prüfung, Prüfungswesen und Co. Herr Thierry. Ja, also ich überlege, wie das am besten in den Kontext der Digitalität passt, Ihre Frage. Also Constructive Alignment ist natürlich eine wichtige Voraussetzung. Wir wissen, und das ist auch nichts Schlechtes, das ist bekannt, Studierende lernen das, was in Prüfungen vorkommt. Entsprechend müssen wir unsere Prüfungen natürlich auf das ausrichten, was wir auch erwarten, was gelernt werden soll. Und im Zuge der Digitalisierung und der Neugestaltung von Lehre, teilweise Neugestaltung von Lehre, muss dieser Prozess natürlich auch neu gedacht werden. Das heißt, wie stimme ich meine Prüfungen auf neue Entwicklungen ab, auf neue Lernräume, neue Lehrformate, auf neue Lernumgebungen? Und das ist etwas, was aus meiner Sicht jetzt gerade im Prozess ist und parallel dazu stattfinden soll und vielleicht auch muss. In unserem Projekt tut's das. Wir haben das Qualitätsmanagement dort eingebunden und auch mit einer Stelle ausgestattet, um genau diese Fragestellungen und vor allen Dingen mit Blick auf Constructive Alignment, diesen auch nachzugehen und es möglichst sicherzustellen, dass das auch jetzt im Rahmen dieser neuen Entwicklungen stattfindet und stattfinden kann. Vielen Dank.
Cornelia Rauer hat heute Morgen ja schon hier im Podium oder auf dem Podium gesagt, dass bei uns die Studierenden im Mittelpunkt stehen sollen. Wenn ich denke daran, was ist der Mehrwert Ihrer Maßnahmen, Ihrer Projektmaßnahmen für die Studierenden? Wenn ich danach frage, was ändert sich im alltäglichen Leben, Herr Jungel? Also ja, was ich mir erhoffe, was sich bei deren alltäglichen Leben ändert, ich habe es vorher schon angerissen, dass die Ideenfindung mit digitalen Medien stattfinden kann. Das heißt, dass sie auf der Bühne nicht nur mit Text und Material und Körperarbeit experimentieren, sondern dass auch digitale Medien eine Rolle spielen können. Denn unsere Studierenden sind wie alle natürlich im privaten und öffentlichen Leben mit ihren Smartphones auf sämtlichen Plattformen unterwegs. Und diese Geschichten, die darüber erzählt werden, die können auch auf der Bühne verhandelt werden. Denn oftmals werden eben tolle klassische Stücke gezeigt auf der Bühne. Und ich frage mich oft so, okay, was hat jetzt die Welt von vor 500 Jahren, wie sie dort erzählt wurde, mit unserer heutigen zu tun? Und da finden auch tolle Adaptionen statt. Aber ich finde es genauso spannend zu überlegen, welche Geschichten werden jetzt gerade aktuell in unserer Welt erzählt. Über welche Kanäle werden sie erzählt? Wo befassen sie uns oder wo greifen sie uns in unserem alltäglichen Leben? Und wie können wir da als Theaterschaffende damit arbeiten? Und dass diese Gedanken sich bei den Studierenden entwickeln, das wäre mein Wunsch. Wunderbar, vielen Dank. Herr Altieri. Ich glaube, was wir auch gerade machen und was Herr Jungel jetzt auch nochmal ausgeführt hat, greift auch auf, was die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts auch von den Hochschulen erwartet. Nämlich die Arbeitswelt ist stark digitalisiert und es ist sicherlich auch Aufgabe der Hochschulen, die Studierenden entsprechend vorzubereiten. Und aus meiner Sicht geben alle Projekte, die jetzt hier vorgestellt wurden, da auch Anschub und Unterstützung und Hilfe. Wunderbar. Genau. Herr Schneider, genau. Genau, da würde ich vielleicht gerne noch was zu unserem Projekt sagen, was ich auch wichtig finde, jetzt nicht nur die fachlichen Kompetenzen in Digitalisierung, sondern auch eine Kompetenzentwicklung auf der Metaebene oder auch Lebenskompetenzen jetzt. Und mit dem Ansatz, den wir haben im Projekt Students as Partners, dass es darum geht, den gesamten Lebenszyklus im Grunde der Lehr- und Lernentwicklung innerhalb der Communities praktisch mit den Studierenden zusammen abzudecken und dem eben auch eine Stimme zu geben, den Studierenden, und das aber auch ganz bewusst zu tun und da wiederum auch Kompetenzen adressieren, Selbstwirksamkeit, Problemlösefähigkeit, kritisches Denken, kreatives Denken, und dass das eben zusätzlich zu diesen digitalen Kompetenzen eben aber auch eine stärkere Rolle einnimmt und die Studierenden dann auch besser für die Erwerbstätigkeit oder auch fürs eigene Leben vorbereitet. Wunderbar. Wir haben im Chat eine Frage von Wiebke, die fragt nämlich, sind das jetzt eigentlich Mehrwerte für Studierende oder kommt eigentlich eine neue, ja, wie hat sie es genannt, neue Grundwerte, die sich jetzt übertragen, also die eigentlich eine neue Form finden in der Hochschule? Wie sehen Sie das? Also Mehrwert durch neue Grundwerte, wird es dann plötzlich in die Hochschule erzählen? Ja, also ich glaube, die Studierenden kommen ja auch mit großen Fragen zu uns. Herr Jungel hat gesagt, die sind natürlich auf allen Plattformen unterwegs und nutzen digitale Medien ganz stark. Aber die Frage, was bedeutet das eigentlich für mein Bildungsziel? Was bedeutet das für meinen angestrebten Beruf? Wie gehe ich mit Digitalität um? Das ist etwas, was sehr viele als Spannungsfeld, als offene Frage empfinden, wo sie auch den Eindruck haben, ja gut, ich hatte jetzt hier eine Prüfung, da habe ich im Grunde was auswendig gelernt, aber damit sind sie ja auch nicht zufrieden, sondern sie wissen ja, dass andere Kompetenzen auch benötigt werden und kommen mit diesen Fragen auch tatsächlich sehr stark zu uns. Und das kann man schon als sozusagen eine andere Form von Grundwerten oder eine andere Form von notwendigen Kompetenzen sehen. Und ich glaube, dass es gar nicht so schwierig ist, die Studierenden zu motivieren, sich darauf auch einzulassen, wenn man ihnen denn dazu entsprechende Angebote macht oder sie entsprechend mitgestalten lässt, wie wir das hier auch gehört haben. Also ich glaube, die Nachfrage ist schon da, nur wir hören sie meist nicht, weil wir sozusagen nicht hinschauen.
Vielen Dank, Herr Schneider. Und ich denke, dass das auch ganz wichtig ist. Ich meine, man sieht das ja auch in gesellschaftlichen Entwicklungen, beispielsweise mit Friday for Future, also dass die Menschen oder die jungen Menschen halt für ihre eigenen Interessen praktisch auf die Straße gehen und dass sich dahingehend natürlich auch dieser Raum öffnen muss, dass diese Partizipation stärker stattfindet, diese Integration. Und wir brauchen ja auch, um wichtige Probleme, Klimaprobleme aber auch zu lösen, mutige GestalterInnen, die eben kritisch kreativ denken und wo wir eben dann auch die Möglichkeit, also wo sie die Möglichkeit haben, sowas dann eben auch im Studium neben fachlichen Kompetenzen dann eben auch zu erwerben. Also wie bringe ich mich ein, wie kann ich Probleme eben lösen, gemeinschaftlich eben auch, ne? Und das denke ich auch, dass das in eine starke andere Grundwertdiskussion eben auch geht. Wunderbar. Ja, da fällt mir viel zu ein. Und so Studierfähigkeit, was für Konzepte man da hat und so weiter. Ja, ganz genau. Ja. Da in der im Chat gibt es wieder eine Frage, wie nimmt man die Dozierenden mit? Wir haben die schon ein bisschen, aber ich würde nochmal in eine andere Richtung und gerne das mit aufnehmen, nochmal fragen wollen, nämlich welche Stolpersteine erwarten Sie eigentlich? Und das könnte einer sein, dass man eben sagt, Beharrungstendenzen in der Hochschule, bislang haben wir das immer so und so gemacht, das möchten wir bitte auch so beibehalten, weil das hat auch ganz gut funktioniert. Das könnte ein Stolperstein sein. Sehen Sie den oder sehen Sie andere? Wie ist das? Was für Erfahrungen machen Sie jetzt im Projekt, Herr Junge? Genau, würde ich vielleicht gleich mal anfangen. Ich hatte nach dem ersten Lockdown viele Gespräche mit KollegInnen und während manche versucht haben, neue Online-Formate zu entwickeln, sind andere daran auch total gescheitert. Und das hat einen ganz einfachen Grund und da sind wir uns alle einig, dass das, was wir auf einer Theaterbühne vor Live-Publikum machen, diese Vergemeinschaftung in einem gemeinsamen Raum, dass das in diesem Sinne nicht online stattfinden kann, sondern dass alles, was online geschieht, andere Formate sind. Und dieses gleichzeitige in einem Raum sein macht etwas mit sowohl den Spielenden auf der Bühne als auch dem Publikum, dass wir online so gut wie nicht abbilden können. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Stolperstein, der zwischen dem traditionellen Theater und den neuen Formaten immer bestehen bleiben wird und den wir auch nicht ohne weiteres abschaffen können und auch gar nicht wollen. Das heißt, es sollen immer beide Formate, das klassische Theater, die klassische Lehre, die soll auf jeden Fall auch beibehalten werden. Es soll allerdings ergänzt werden durch die neuen Möglichkeiten und dessen sind wir uns mittlerweile eigentlich einig. Mhm. Weitere Stolpersteine oder der Umgang damit, Herr Thelen. Ja, ich würde jetzt neben dem Begriff des Mehrwerts aus lehrenden Sicht auch mal den Begriff des Mehraufwands stellen. Also man muss auch einfach sagen, es ist nicht nur Beharrungsvermögen, weil alles früher so gut funktioniert hat, sondern dass für viele Lehrende, vielleicht auch gerade im wissenschaftlichen Mittelbau, die Lehre in der Form, wie sie heute angeboten werden muss, überhaupt nur bewältigbar ist, weil man auf seine Schemata zurückgreift und weil man die Klausuren automatisch auswertbar hat und was auch immer. Also das ist schon auch etwas, wo man solche Freiräume überhaupt erstmal schaffen muss. Und das versuchen wir eben dadurch, das heißt dann bei uns Innovationsbaukasten, indem wir sagen, wir sozusagen identifizieren übertragbare Rezepte und machen genau diese Schritte, sich selbst Konzeptionen zu überlegen, sich selbst sozusagen umfassend experimentell zu bewegen, ein Stück weit einfacher. Aber das ist, glaube ich, ein Aspekt, den man immer auch berücksichtigen muss, wie eng oft auch das zeitliche Korsett von Lehrenden ist. Und natürlich kann man fordern, Prüfungsleistungen müssen sehr viel individueller betreut werden und eine Portfolioprüfung ist viel besser als eine einfache Klausur. Aber es muss eben auch betreut werden und es muss vom Aufwand her leistbar sein. Und das ist etwas, was auch so ein bisschen das Korsett häufig nicht hergibt. Ja, vielen Dank, Herr Altieri. Ja, vielleicht noch ein paar letzte Worte zu dem Thema Stolpersteine und auch der Frage, die hier aufgekommen ist im Chat, Akzeptanz. Ich glaube, das Schlüsselwort ist hier auch wieder mal Kommunikation und Transparenz. Und die Frage ist, wo sind die Einsprungstellen für Kommunikation und Transparenz? Und eine wichtige Einsprungstelle sind aus meiner Sicht unsere neuen Kolleginnen und Kollegen, die neu an die Hochschule kommen, dass die
ja, einen guten Onboarding-Prozess durchlaufen, in dem Sie auch entsprechende Möglichkeiten, die hier präsentiert werden, in dem Sie auch damit in Kontakt kommen und nicht in ein lokales Ökosystem hineinfallen, was vielleicht ganz anders funktioniert und anders auch dann prägt. Und zum anderen geht es, glaube ich, auch darum, dass die neuen Möglichkeiten, die wir jetzt geschaffen haben, die neuen Lernumgebungen, dass die eben auch gezeigt werden, dass die demonstriert werden, von Kollegen vorgemacht werden und auch abrufbar sind, beispielsweise in Form von Tutorials oder Videos. Also eine gute Kommunikationsstrategie ist, glaube ich, wichtig, um hier die Dozierenden oder ein möglichst breites Spektrum an Dozierenden abzuholen. Herr Dschungel hat das Mikrofon noch offen und möchte vielleicht noch etwas zur Postdigitalität. Ich vermute mal Angelika Thielsch dahinter, aber es ist eine Angelika, die danach fragt. Wollen Sie dazu Stellung beziehen? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es mich gefreut hat, dass sie es noch erwähnt hat. Denn es ging mir auch schon die ganze Zeit durch den Kopf, dass ich natürlich hoffe, dass wir irgendwann in der Postdigitalität ankommen. Denn bei uns an der Hochschule ist es leider immer noch nicht selbstverständlich oder es in der ganzen Theaterwelt ist es noch nicht selbstverständlich, einfach Internet zu haben, genauso wie wir Strom haben auf der Bühne. Und dass wir dort mal hinkommen, das würde mich sehr freuen. Wunderbar. Vielleicht kann ich noch kurz, ja, ich finde ein Gedanke auch noch wichtig, und zwar, dass man eben Voraussetzungen praktisch schafft, auch jetzt für Lehrende, genau das umsetzen zu können. Dass die Voraussetzungen praktisch da sind und dass Handlungskompetenzen eben auch auf Seite der Lehrenden bereitgestellt werden. Und da können dann beispielsweise, wie eben durch das Hochschuldidaktische Zentrum, also die eben so eine Institution, die so eine Rolle übernehmen, eben durch Weiterbildung, ne, dass man dann ganz klar die Weiterbildung hat, dass man die Übung hat und auch die Reflexion dazu. Genau, dass man einfach Voraussetzungen ja auch schafft. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Wunderbar. Ich möchte gerne eigentlich jetzt schon eine kleine Abschlussrunde machen, und zwar mit verschiedenen Fragen, die Sie vielleicht nochmal beantworten können. Nämlich, inwiefern ist das, was Sie tun, eine Innovation, oder das, was Sie tun werden, ist das eine Innovation? Und die zweite Sache ist, inwiefern können die anderen, die hier vielleicht jetzt zuhören oder zusehen, mit Ihnen Kontakt aufnehmen? Wie offen sind Sie dafür? Was für Formate würden Sie gegebenenfalls anbieten? Sind Sie schon so weit? Brauchen Sie noch ein bisschen Zeit? Also brauchen Sie überhaupt Sparringspartner? Das würde mich interessieren. Und auf welche Weise kann die Community von Ihren Erfahrungen, die Sie im Projekt machen, später profitieren? Das wären so meine ganz vielen Fragen, die ich Sie ein bisschen, ja, also um die Beantwortung nicht ein bisschen bitten würde. Wer möchte anfangen? Herr Schnapp. Ja, genau, dann mache ich gleich. Also ich freue mich natürlich über den Austausch und über den Kontakt und auch über kritisches Nachfragen zum Projekt und bin da auch offen, in den Austausch zu gehen. Und also was für Innovationen wir praktisch mit dem Projekt generieren, ist natürlich, dass wir die Zusammenarbeit zwischen Lehrenden und Studierenden stärken wollen, dass wir praktisch dahingehend auch ein anderes Bewusstsein für diese Zusammenarbeit eben schaffen wollen. Das wollen wir natürlich auch institutionalisieren, eben durch fachspezifische Professional Learning Communities. Und in diesen fachspezifischen Professional Learning Communities wollen wir eben auch mit wissenschaftlichen Ansätzen wie den Scholarship of Teaching and Learning eben den Lehrenden und Studierenden eben auch eine Methode an die Hand geben, wie praktisch das institutionalisiert werden kann. Genau. Wunderbar, vielen Dank. Wer macht weiter? Herr Altieri. Ja, also Kontaktmöglichkeiten sind natürlich gegeben und erwünscht. Gerade die Thematik, die wir adressieren, ist ja eine, die viele betrifft. Insofern ist uns da auch ein Austausch gelegen. Und ja, was wir eben probieren umzusetzen, ist die Schaffung von Lernumgebungen, die es vor der Pandemie eben nicht gab, und hiermit Antworten auf durchaus bekannte Probleme, alte Probleme zu finden, neue Antworten zu finden, die vor dem Hintergrund der Digitalität und
digital gestützten Lehre vielleicht hoffentlich besser funktionieren als die Antworten, die wir bisher gefunden haben. Wunderbar, Dankeschön. Herr Thien? Ja, Innovation, der Zusatz war ja im jeweiligen Kontext. Da sehe ich auf jeden Fall an der Stelle, dass wir versuchen, die Universität als etwas zu begreifen, was eben nicht die Digitalisierung noch vor sich hat oder die Gesellschaft Digitalisierung noch vor sich hat, sondern Stichwort Postdigitalität dort angekommen ist und die Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch die Gestaltungsnotwendigkeiten, die sich daraus ergeben, wirklich systematisch zu ergreifen und hier als Angebot erstmal zu unterbreiten, das sich dann hoffentlich etabliert. Und dieses Angebot, das machen wir natürlich nicht nur an unsere eigenen Studierenden und eigenen Lehrenden, sondern auch an andere oder mit anderen zusammen. Wir sind sehr eng verknüpft mit einem Verbundprojekt in Niedersachsen, das unter dem Stichwort Souverän da auch ähnliche Initiativen schon zusammenbringt. Und wir machen schon sehr, sehr lange sehr stark Technologieentwicklung in Open-Source-Communities, wo wir sagen, wir tun uns mit anderen Hochschulen zusammen, um das, was wir alleine nicht schaffen können, in Gemeinschaft zu machen, aber auch nicht eben darauf angewiesen sein, einfach Lösungen kaufen zu können. Und das ist, glaube ich, etwas, wo Hochschulen auch einen Gestaltungsspielraum und eine Handlungsfähigkeit sich bewahren müssen oder sich vielleicht auch ein Stück weit wieder erarbeiten müssen. Und das ist etwas, was wir hier auch tatsächlich sozusagen auf einer grundlegenden technologischen Ebene, aber gerne auch auf einer didaktischen weiter vorantreiben wollen. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Herr Jungel. Ja, auch ich freue mich natürlich über jeden Austausch. Vielleicht ist ja unter den ZuschauerInnen auch jemand aus dem Kunstsektor, der die an einer Kunsthochschule arbeitet und Digitalität mit der Kunst verbinden möchte. Da würde ich mich über jeden Austausch und jede Kontaktaufnahme natürlich freuen. Die Innovationsidee bei dem Labor für Digitalität an unserer Theaterhochschule liegt eigentlich darin, diese sicheren virtuellen Räume zu schaffen, in denen man online Theater spielen kann, in denen man online gesellschaftliche Prozesse verhandeln kann. Und das gibt es natürlich auch schon. Sie haben es ja ganz am Anfang schon erwähnt, welche Punkte es für Innovation benötigt. Aber ich bin mir sicher, dass wir da in den kommenden Jahren an unserer traditionellen Theaterhochschule schöne Beispiele dafür schaffen können. Wunderbar, dann Ihnen ganz viel Erfolg dabei bei der Umsetzung und ganz sicher werde ich nochmal auf Sie zukommen, vielleicht in dem einen oder anderen dialogischen oder auch in einem größeren Format. Es gibt noch eine Frage im Chat, die ich gerne hier auch nochmal thematisieren möchte, nämlich die Frage nach den internationalen Vorbildern. Und ich kenne eine ganze Reihe, weiß auch, dass andere hier in diesem Raum ganz viele Beispiele kennen. Ich bin mir aber sicher, dass die Stiftung auch in diese Richtung blicken wird und da auch entsprechende Maßnahmen, dass wir die zu Gesicht bekommen und dass wir die auch austauschen, die internationalen Beispiele und mit der internationalen Community in Austausch kommen. Das ist, glaube ich, ein großes To-Do für uns noch. Aber im Individuellen könnte ich zum Beispiel auf Steffen Prove, sprechen Sie den mal an und natürlich die ganzen Podiumsmitglieder. Herzlichen Dank für den Einblick, den wir hier gewinnen konnten und Ihnen dann noch eine schöne weitere Konferenz oder ein schönes weiteres Festival. Vielen Dank. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Vielen Dank auch von meiner Seite aus. Schönen Tag Ihnen allen noch. Ja, danke schön. Danke auch von meiner Seite. Viel Erfolg. Ja, wunderbar. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke in die verschiedenen Projekte. Und dann würde ich jetzt alle wieder zurückkommen. Wir schicken uns noch einen Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Sie. Bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Genau.